Da ist die Swisspor Arena in Luzern. Herzlich willkommen, liebe GC-Fans, zum Spiel der sechsten Runde in der laufenden neuen Saison von unserem Grasshopper Club Zürich. GC heute Gast in der Innerschweiz, genauer beim FC Luzern. Führt auf den Pusic, der ist da physisch im Zweikampf unterlegen. Und dann, ja, es ist der Tote da, um den Böhle in die Mitte bereinigen. Aus der zweiten Reihe, der Gentner. Nein, das geht ja gar nicht. Dritte Minute, ein Schuss aus irgendwie 25 Metern vom Gentner ist es, glaube ich, gesehen, der abgegeben wird zum 0-1. 1-0 natürlich für Luzern. 1-0. Ein Riesenschuss, muss man sagen. Es war ein guter Schuss, es ist aber auch ein Sonntagsschuss. Der wird nicht allzu häufig hingehen. Aber der kann eben genau passen. Dritte Minute, also 1-0 für den FC Luzern. Und das erste Mal, wo hier die Swisspor Arena heute bereits wieder kommt. Und jetzt ist es auf der halb linken Seite. Jemand, der sich durchgesetzt hat, und Jaye gegen den Losli im Zweikampf. Losli verliert den Zweikampf. Nein, das darf man nicht wahr sein. Oh, und das war eigentlich eine hundertprozentige Chance vom FC Luzern. Flanke kommt perfekt auf den Mann. Ja, auf den Sorgic. Sorgic ganz allein. Ja. Wo so einen Entlastungsfreischuss für die Innerschweizer aus der eigenen Platzhälfte. Ja! Mäßig vielleicht! Achtung, der wahrscheinlich ganz allein, warum kommt er? Nein! Halt den Ball über das Goal-Latten rein! Nein! Ganz allein vor dem Goal! Also, da hat er jetzt viel Zeit gehabt zum Abschließen. Ein riesen Fehler vom FC. Der Ball am Fuss kommt! Bis an Strafraum, er spielt auf den Daye. Den Daye im Zweikampf mit dem Losli. Spielt nicht zurück auf den Gampo. Der Gampo auf rechts, die Seite raus. Auf die Ugrinische, macht immer noch den Ugrinische, drückt ab! Und der Pfostenschuss in der 29. Minute. Aber der André Moreira hat den Ball noch berührt. Es gibt einen zweiten Eckball für den Spieler in eine eher ungünstige Position. Demaschai versucht so ein bisschen einen leicht angehobenen Böllen auf den Pusic. Pusic gönnt im Strafraum den Böllen zurück und schließt einmal direkt ab. Nähe Ecke, aber der Marius Müller lässt sich da leider nicht verwünschen. Aber GC erhöht jetzt schon ein bisschen den Druck auf den FCL. Das war eine gute Aktion. Ein klein. Im Moment könnte es etwas geben über die rechte Seite mit dem Pusic. Achtung, wer läuft? Der Ball läuft in die Position. Kommt der Ball über, bringt ihn in den Strafraum rein. Der Titel ist der Goal! Goal! 51. Minute. Christian Herz mit einem Konter, den er abschließt. 1-1. Herrlich gemacht. Wunderschön auch durchgelaufen vom Demaschai, und dann hat der Herz alle Ruhe von der Welt, um den rechts unten rein zu versorgen. Latan Marius Müller. Keine Chance mit dem Abschluss, und so ist es da alles wieder ausgeglichen. Der Böhle einfach mal rausspielen. Pusic, schöne Drehung. Pusic auf dem rechten Fuß. Ja, versucht es mal mit seinem schwächeren rechten. Ein bisschen Zähne geben. Es ist der Djani, der da am Neue Kumic nachsprintet. Denn Djaye hat die Chance für den Abschluss, aber der ist dann übers Goal und hat auch noch mal. Er leitet ihn zurück auf den Christian Herz. Immer noch der Herz am Achter. Leitet ihn nicht mit ihm. Das ist gefährlich. Auf den Los. Ja, Bonatini! Bonatini! Und der Ball streicht 2 cm am rechten Goalposten vorbei. Aber nur dank dem, dass er den Müller noch abgelenkt hat. Das geht der 5. Eckball vergeht sie, aber eine riesige Chance. Der muss rein. Der muss. Der hat sogar noch Zeit. Mittellinie, Toppers aber immer noch im Ball. Jetzt mit dem Ball. Ball bringt den Ball in Strafraum. Wieder Haltung Schmidt. Was macht er denn? Beide Müller mit einer riesen Tat. Lenkt er den Ball noch um den Pfosten rum. Alles richtig gemacht auf die Seite, wo der Toppers, der Schmidt, bringt den Ball direkt. Der Schmidt geht jetzt auch. Haben sie vorher einen Überzahl, aber gekriegt. Jetzt geht sie erst zurück mit dem Dominik Schmidt. Röstet den Ball einfach mal nach vorne. Und das Spiel ist in dem Moment abgepfiffen. 94 Minuten sind also vorbei. Esther Staubli pfeift den Match zwischen dem FC Luzern und unserem Grasshopper Club Zürich ab. 1-1 steht schlussendlich.